Hallihallo und willkommen zurück. Let's Play Pflanzen gegen Zombies 2. It's about time. Und natürlich immer noch in der Piratensee. Level 9 ist geschafft von Totenmanns Schatzkammer und deswegen machen wir jetzt auch prompt weiter. Und ja, die nächste Auswahl an Pflanzen ist ja mal wieder sehr bescheiden. Ich glaube, ich probiere es jetzt mal mit dem Triplinator. Ja, muss schon sein. Okay, also auf den ersten Blick kein Fassroller dabei. Was schon mal gar nicht so schlecht ist, weil dann können wir nämlich auf das Stachelkraut verzichten. Ja, ganz genau. Wunderbar. Dann gucken wir mal, wie wir das hinkriegen. Ich habe ja Spezialdünger noch aus dem letzten Level mitgenommen. Und das ist jetzt gar nicht so schlecht. Na, dann kann ich ein bisschen Vorarbeit leisten. Das ist immer hilfreich, wenn man sich ein bisschen Spezialdünger aufheben kann, wenn es nicht gar zu stressig ist. Dann ist das schon okay. Ja, ich hoffe übrigens, dass euch das einigermaßen gefällt mit der neuen Qualität, sage ich jetzt mal. Also, ich habe ja das letzte Mal schon erzählt, ich habe mir da so eine neue Software gekauft, mit der ich das Bild vom iPhone abgreifen kann und auf dem PC. Ich habe ja keinen Mac zu Hause stehen, deswegen muss ich das irgendwie auf dem PC bringen, das Bild. Und da gibt es ja alle möglichen diversen Programme, zum Beispiel. Reflection ist zum Beispiel so ein Programm. Was ich mir jetzt geholt habe, ist eben das Programm Air Server. Das finde ich ganz gut. Das ist auf jeden Fall besser als Reflection, was die Bildqualität angeht, finde ich. Und es läuft auch einigermaßen stabil. Ich hatte jetzt in den beiden vorherigen Videos mal das Problem, dass Audio ein bisschen eingebrochen ist oder dass mal irgendwie die Verbindung unterbrochen ist. Aber ich glaube, das liegt eher an der WLAN-Verbindung. Oder vielleicht auch ein bisschen daran, dass das Handy einfach zu warm wird und deswegen da Verbindungsschwierigkeiten auftreten. Aber jetzt gerade beim letzten Video waren die Probleme eigentlich relativ gering. Da ist nur mal das Audio unterbrochen oder es gab einen ziemlichen Lag und da musste ich mal kurz Pause machen. Vielleicht, wer genau aufgepasst hat, hat vielleicht den einen oder anderen Schnitt gesehen oder dass das Bild mal um ein paar Millisekunden vorgesprungen ist. Da, genau an der Stelle war dann ein kurzer Schnitt, weil dann die Verbindung einfach ab und zu mal unterbrochen war. Aber gut, ich bin ja nicht professionell ausgestattet. Mein Gott, ich muss jetzt schauen, dass ich mit dem irgendwie zurechtkomme, was ich mir so als Amateur leisten kann. Die Aufnahmesoftware, da kann ich. Es gibt ja da verschiedene Programme, also zum Beispiel Fraps zum Aufzeichnen. Das ist so eins der bekanntesten. Aber das Camtasia Studio ist zum Beispiel auch eine sehr gute Software, finde ich. Eignet sich hervorragend für solche Sachen. Vor allem, da kann man auch einfach mehr mitmachen. Da kann man auch gleich das Video drin bearbeiten und editieren und eigentlich alles fertig machen, dass man es auch direkt hochladen kann bei YouTube. Also schlecht ist das nicht. Und von der Ausgabemöglichkeit gibt es doch ein bisschen mehr. Also man kann verschiedene Dateiformate auch auswählen. Ob es jetzt zum Beispiel eine MP4-Datei ist oder eine AVI-Datei mit komprimierten, also entsprechenden Audio-Codec-Einstellmöglichkeiten und. Also hat man viel mehr Optionen einfach. Ich habe es noch nicht so ganz raus, welche die beste Einstellung für meine Zwecke ist. Da arbeite ich praktisch bei jedem Video erneut wieder dran, um das wieder ein bisschen besser zu machen. Womit ich eigentlich jedes Mal kämpfe, ist die richtige Lautstärke, Verhältnis, Spiel und hoppla, du einmal Zombie, verschwinde. Weg.
Audioverhältnis, Spiel, Hintergrundsound und Mikrofonaufnahme. Gerade im vorletzten Video hatte ich da mal ein paar Schwierigkeiten. Obwohl ich versprochen habe, dass das besser wird. Ich hoffe, dass ich es jetzt langsam, so langsam aber sicher den Dreh raus habe. Jetzt, wo das Spiel fast vorbei ist. Aber es ist ja mit Sicherheit auch nicht das letzte Spiel, was ich spielen werde. Ich habe da schon so Ideen. So, hier kann eigentlich nicht mehr viel passieren. Ja, also jetzt wollen wir erstmal sehen, dass wir die Piratensee zumindest noch fertig machen. Und bevor ich dann das Endless Game im Wilden Westen anfange, werde ich mal gucken, ob ich ein Video zusammenstrick, um euch mal alle Pflanzen zu zeigen. Also, dass man mal jede Pflanze hernimmt und mal guckt, was passiert, wenn man auf sie einen Spezialdünger anwendet. Ich denke, das könnte vielleicht auch für den einen oder anderen mal ganz nett sein, ganz interessant sein. Es gibt ja doch einige Pflanzen. Und ich kann ja so ziemlich alles mir aussuchen. Bei den meisten Pflanzen habt ihr das ja wahrscheinlich sowieso schon gesehen, was passiert, wenn man Spezialdünger drauf anwendet. Und aber es ist sicherlich mal ganz nett, irgendwie alles mal in einem Video zu sehen. Aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, das wird in irgendeinem der nächsten Videos mal drankommen. So ein kleines Special. Das ist das Tolle mit den Doppelsonnenblumen, dass man wirklich dann irgendwann einfach genug Sonnen hat, um auch mal einige von den Sonnenblumen einfach wieder abzureißen, weil man sie dann gar nicht mehr nötig hat und stattdessen noch ein paar Pflänzchen hinsetzt. So gerade für die letzte Welle oder so, da kann man noch einiges rausschlagen. Wenn die Pak Choys auch so versetzt sind, ist das manchmal auch gar nicht so verkehrt, weil wenn man dann, wenn es dann mal brennt und man hat gerade noch einen Spezialdünger übrig, dann kann man den wunderbar auf so einen Pak Choi anwenden, weil der rund um sich herum insgesamt 8 Felder platt macht. So, da setzen wir noch einen Duplinator hin. Triplinator, Entschuldigung. Triplinator. Duplinator haben wir ja gar nicht. Naja. Gut, gut. Also, passieren kann jetzt nicht mehr viel. Wir sind ja jetzt schon fast am Ende. Eine Runde kommt noch. Letzte Welle. Ist ja wunderbar, wir haben auch gleich noch genug Spezialdünger dabei, dass wir das wieder mit ins nächste Level mitnehmen können. Das ist sehr gut. Ja, einwandfrei. Gut, gut, dann schauen wir doch mal, was wir jetzt als nächstes bekommen. Naja gut, dann nehmen wir halt die Kirsche, oder? Ich meine, von den anderen Sachen können wir jetzt auf Anhieb nicht wirklich viel gebrauchen. Oh, und schon wieder kein Fassroller. Das heißt, wir können uns auch hier das Stachelkraut wieder sparen. Ja, so weit, so gut, ne? Nehmen wir mal das Melonapult. Ich denke, wir kriegen genug Kohle zusammen, um uns das Melonapult auch ein paar Mal leisten zu können. So, und ich mach das wieder wie üblich, dass ich
mir gleich mal für den Anfang genug Sonnen zusammenhole, dass ich auch was Gescheites gleich von Anfang an gescheit bauen kann. Weil was man sehr deutlich merkt, von Level zu Level kommen die schwierigeren Zombies immer früher. Also jetzt klar, das erste Spiel, der erste Zombie ist natürlich noch so ein Standard-Zombie, aber da kommen jetzt vielleicht nur insgesamt 3-4 normale Zombies und dann kommen schon die mit Hütchen oben drauf oder gar mit einem Eimer. Und wenn man da nicht schnell genug gebaut hat, dann ja, könnte es eng werden, ne? Naja, gut. Ich habe ja jetzt einiges unternommen. Wie gesagt, also die neue Software. Den Air-Server, den ich mir jetzt gekauft habe, das ist eine wirklich feine Sache von der Auflösung her, auch von der Bildqualität her, viel, viel besser als das, was ich vorher benutzt habe. In einem Video, ich glaube im Video Nummer 30, ist mir aufgefallen, das hat es gar nicht in HD übernommen. Ich vermute mal, das muss irgendeine Bearbeitung von YouTube selber, dass da vielleicht irgendwas schiefgegangen ist, aber ich glaube, das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Das ist jetzt, darüber kann man mal hinwegsehen. Hoppla, jetzt kommt da ein, siehst du, da kommt prompt ein Eimer-Zombie und ich habe gerade keine Nuss parat. Gut, die hat schnell genug nachgeladen, aber das wird schon stressiger. Gerade am Anfang, wenn noch nicht so viele Pflanzen stehen, da muss man schon, ja wie gesagt, seine Augen überall haben. Nebenbei nochmal einen lieben Gruß an den Merles. So, ich habe in den Kommentaren bei meinen Videos auch schon gelesen, dass sich da einer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, aber einer hat sich da ziemlich geärgert darüber, dass das Spiel nicht ansatzweise so gut ist wie das alte, weil es zum Beispiel keinen Zen-Garten gibt und die ganzen Minigames nicht dabei sind und so weiter. Das stimmt zwar, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das beim alten Pflanzen gegen Zombies war, auf der mobilen Version. Ich dachte, da gäbe es auch keinen Zen-Garten. Das heißt, wir müssen echt mal abwarten, wie die PC-Version wird. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die wieder sowas haben wie einen Zen-Garten. Das wäre nämlich fatal, wenn sie es rauslassen würden. Das war nämlich echt eine tolle Geschichte. Und ich denke auch, dass die PC-Version sich deutlich unterscheiden wird von der Handy-Version. So, lass mal doch einfach nochmal ein Gewitter über die Zombies jagen. Das nimmt ein bisschen den Stress bei den Eimer-Zombies raus. Oh, 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 oh. Da hat er mir doch gerade die Nuss geklaut. Ja, so eine Sau. Mal gleich wieder eine hinsetzen, ne? Also wie gesagt, die PC-Version, ich bin mir ziemlich sicher, dass die da noch einiges mit einbauen werden. Also von der Handy-Version aus, da kann man jetzt einfach nicht ausgehen. Also wir wissen das einfach nicht. Aber es wäre natürlich schön, gerade diese ganzen, gerade hier die Erbsenhülse oder so im Zen-Garten. Da wird sicherlich noch einiges anders sein. Was es hier ja gar nicht gibt in dem Spiel, sind Pilze. In welcher Art auch immer, es gibt ja kein Nachtlevel hier, es gibt ja nur
Tag-Levels. Das ist mir auch gerade so in den Sinn gekommen, dass das ja überhaupt noch nicht dabei war. Also man kann nicht, ich meine, im alten Spiel war das ja klar, es gab Nachtlevel, weil es gab ja auch zum Beispiel Nebel und solche Sachen oder naja, halt im Dunkeln, und da waren ja die Pilze und da waren ja der Sonnenpilz und der Doomshroom und was nicht alles dabei war. Das fällt natürlich weg hier. Es gibt nur den, irgendeine Pflanze gibt es hier auch, die so ein bisschen pilz-like ist, aber das liegt ja nicht daran, dass man spielt ja hier nicht in Dunkelheiten. Das ist ja praktisch alles, sind ja alles Taglevels sozusagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die PC-Version dahingehend was Neues bringen wird. Ich glaube nicht, dass die eine Nachtwelt sozusagen rausbringen. Das glaube ich nicht. Ich denke mal, das wird auch nur diese levelbasierte Geschichte sein. So wie es jetzt hier am Handy auch ist. Vielleicht ein bisschen anders noch mit Minigames, dass das ein bisschen anders gestaltet wird oder so. Aber ich denke, da dürfen wir alle sehr gespannt sein, und auf jeden Fall werde ich mir auch die PC-Version holen, sobald sie da ist, und euch das natürlich auch präsentieren. Keine Frage. Und natürlich auch die vierte Welt, die es ja jetzt in der Version noch nicht gibt, die aber sicherlich bald kommen wird. Also ich vermute mal erst nächstes Jahr irgendwann. Wahrscheinlich kommt das nicht mehr dieses Jahr, oder vielleicht so um Weihnachten rum frühestens. Also nehmt mich jetzt bitte nicht beim Wort. Ich weiß es echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wann die das rausbringen wollen. Aber sobald es da ist, könnt ihr euch darauf verlassen, kommt ein Video von mir dazu. Oder vielleicht auch mehrere, wo es dann weitergeht. So, also ihr merkt schon, solange man genug Sonnen hat, ist das alles eigentlich absolut stressfrei hier. Ist überhaupt nicht schlimm, kann man ohne Probleme bestehen eigentlich. Man muss halt immer nur aufpassen, wenn einem dann irgendwie die Nuss kaputt geht oder so, dass man die dann halt rechtzeitig repariert. So, und damit wäre dieses Level auch schon wieder geschafft. Okay, also von dem können wir wieder nichts brauchen. Dann entscheide ich mich natürlich für die Sonnen, weil die Kartoffelmine und auch die Chili-Bohne können wir eigentlich, also Chili-Bohne, okay, könnten wir vielleicht ab und zu mal einsetzen. Ich habe da jetzt, für meinen Geschmack sehe ich da jetzt keinen Nutzen wirklich. Ich bastel lieber mit den anderen Pflanzen weiter. Ihr habt sicherlich schon gemerkt, dass ich immer dieselben Grundstrukturen benutze, um hier weiterzukommen. Also ich benutze eigentlich immer dieselben Pflanzen. Und das will ich auch eigentlich auch so beibehalten, weil ich werde das einfach so lange so machen, solange es eben funktioniert. Heute probieren wir es mal mit den größeren Pflanzen, mit den teureren Pflanzen. Weil im letzten Level hatte ich ja so viele Sonnen und kam so schnell an Sonnen auch, dass ich mir jetzt durchaus mal was Teureres leisten kann. Was wir dann auch sicherlich bald mal ausprobieren können in der Welt, sobald es die Pflanze gibt, werde ich mir die Wintermelone dann sicherlich auch mal holen, weil die ist sehr stark und sicherlich eine der sinnvollsten Pflanzen hier, wenn noch größere Massen an Zombies dann ankommen. Also jetzt im Moment würde sie nicht viel Sinn machen, das brauchen wir auch nicht. Ab und zu mal ein ganz normales Melona-Pult hinzusetzen, das ist schon so ein kleines Extra-Feature, aber im Endeffekt braucht man es nicht wirklich. In den späteren Levels kann man dann versuchen, mit Kanonen klarzukommen. Aber die haben halt den Nachteil, dass sie so lange brauchen, um nachzuladen. Das heißt, wenn da wirklich die Massen an Zombies irgendwann ankommen, dann sind die Kanonen wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Wahl. Vielleicht zwischendrin, also vielleicht eine Reihe Wintermelonen und eine Reihe Kanonen. Ich glaube, das wäre so eine richtig geniale Mischung. Aber gut, so weit sind wir noch nicht. Denn wir haben ja weder Kanone noch Wintermelone, also von daher. Dieses Mal versuche ich es einfach mit den Hochwalnüssen.
gucken immer so ernst, ne? Die Hochwalnüsse. Die haben einen sehr ernsten Blick. Einen sehr entschlossenen Blick. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein, sagt er. So, und die, der Pak Choi sieht halt ein bisschen durchgeknallt aus. Ein typischer Boxer eben. Ein typischer Boxerblick. Schon putzig gemacht irgendwie. Die Sonnenblumen freuen sich jedes Mal, wenn sie eine Sonne ausspucken. Ja. Da hier Minderjährige zugucken, werde ich mir jetzt jedes weitere Kommentar verkneifen. Uiuiui, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir den Eimer zum wieder oben platt machen. Aber die Hochwalnuss ist noch nicht ganz fertig. Komm, das schaffst du noch. Schaffst du. Jawohl. Gerade noch. So, ich glaube, da unten muss ich noch ein paar Blitzschilfe hinstellen, auf jeden Fall nachher. Damit die da die Möwen-Zombies schneller platt machen oder genug vorschädigen. Ach, und da ist auch mal wieder ein Spezialdünger, wie nett. Ja. Also wenn die Verteidigung steht, dann sind diese vielen Eimer-Zombies auch auf einmal gar nicht mehr so einschüchternd. Aber trotzdem schadet es nicht, ab und an mal ein Gewitterwölkchen aufziehen zu lassen. An der Hochwalnuss ist noch keiner vorbeigekommen. Wobei die oberste ziemlich kaputt aussieht. Ich glaube, die müssen wir gleich mal reparieren. Sicherheitshalber. Das ist auch ein bisschen verdeckt durch den Namen Totenmanns Schatzkammer Level 12. Wenn man da nicht genau hinguckt, übersieht man das schnell und am Ende ist es dann passiert und die Nuss ist weg und das Viech kommt durch. Das wollen wir natürlich auch nicht. Ja, die Möwen hat es ganz schön eingeäschert. So, optimale Verteidigungslinie. Es fehlt nur noch ein Pak Choi. Und dann, wenn ich genug Sonnen zusammen habe, dann werden die drei Doppelsonnenblumen wieder abgerissen und stattdessen kommen dann Melona-Pulte hin. Und dann ist die Sache eigentlich erledigt. Nummer 1. An sich ist das schon eine nette Geschichte mit den Melona-Pulten. Schön wäre es natürlich, wenn das jetzt Wintermelonen wären, aber das macht auch so schon keinen Stress mehr hier. So, gleich die nächste. Fehlt eigentlich nur noch eine. Das kommt gerade so hin für die letzte Welle. Aber selbst ohne die Melona-Pulte wäre es, glaube ich, kein Problem mehr, das Level zu gewinnen. Also ja, Level 12 ist damit so gut wie erledigt. So, letzte Welle. Da ist noch mal von allem etwas dabei. Aber im Moment ist es ja auch nur eine einzige Kanone. Also von daher, das,
Auch das ist immer noch nicht besonders schwer, finde ich. Gut, ich meine, wenn ich jetzt nur die einfachen Sonnenblumen hätte und die Nicht-Doppelsonnenblumen, dann wäre es definitiv um ein Vielfaches schwerer und dann wäre ich wahrscheinlich schon längst verloren. Aber so, alles im grünen Bereich. Ja, das war's dann. Ja, wunderbar. Dann hoffe ich natürlich, dass euch das wie immer gefallen hat. Es wird demnächst weitergehen mit dem nächsten Video. Wahrscheinlich nicht mehr heute, aber sicherlich morgen. Und ja, dann bedanke ich mich mal wieder bei euch fürs Zugucken und wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis die Tage. Macht's gut.